Das ist Schnellschnittauto vom Institut für Pathologie der Universität Bern. Der Name Schnellschnittauto erklärt eigentlich schon, für was es gebraucht wird. Im Inneren des Autos befindet sich nämlich ein mobiles Labor, mit dem Schnellschnitte gemacht werden können. Damit ich Ihnen erklären kann, was ein Schnellschnitt ist, gehen wir am besten gerade rein. Ein Schnellschnitt ist eine mikroskopische Untersuchung am Gewebe, die während einer Operation durchgeführt wird. Zum Beispiel kann man mit einem Schnellschnitt beurteilen, ob ein Tumor vollständig entfernt worden ist. Und mit diesen Informationen kann dann das weitere chirurgische Vorgehen während der Operation bestimmt werden. Beim Schnellschnitt wird einem Patient oder einer Patientin eine Gewebprobe entnommen, die dann mit einem speziellen Gerät tiefgefroren und dann ganz dünn geschnitten wird. Das Material wird dann auf einen Objektträger aufgetragen und gefärbt, um es dann unter dem Mikroskop zu untersuchen. Diese Vorgänge gehen in der Regel etwa 10 Minuten. Sie fragen sich sicher, wieso es für Schnellschnitte ein mobiles Labor braucht. Eigentlich könnte man das ja auch im Spitallabor machen. Der Vorteil des Schnellschnittautos liegt auch darin, dass Spitäler, die kein eigenes Pathologieinstitut haben, Operationen einfacher anbieten können, die mit einer intraoperativen pathologischen Beurteilung verbunden sind. Wenn also so ein Spital einen Eingriff durchführen möchte, bei dem es einen Schnellschnitt braucht, kann das Schnellschnittauto bestellt werden und wir kommen dann vorbei, um die Untersuchung während der Operation im mobilen Labor zu machen. Bei diesen Einsätzen ist immer eine Laborantin oder ein Laborant und ärztliches Fachpersonal für Pathologie dabei. Schnellschnittauto ist also eine sehr hilfreiche Dienstleistung vom Institut für Pathologie, die hilft, den Patienten eine möglichst gute Versorgung zu geben.